çiçeklerde üzüm var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde, bir damla yaşa kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana. Bir tek sen emirsin aşk, emir hayatımda. İtirazım yok, ateş bu, değmesin sana kıyamam. Sen başıma gelen en az en çok hatalarım. Ah sen her şeye rağmen bana sevap. Noch irgendwo? Ach da, ja gut. Ja, ey, mega, wirklich. Also deine Stimme krass, aber auch wenn man sich mal den Text so anhört von diesem Lied, das ist ja irre. Wirklich, nein. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, aber ich habe verstanden, dass da jemand, ich weiß nicht, gekämpft hat. Kann das sein? Ja, absolut. Ist es so? Ja. Ja, du und auch im Song ist das, geht's um Kämpfen. Das ist super, dass das so rübergekommen ist, ja. Es geht tatsächlich um das, was wirklich eigentlich Schmerz auslöst, das ist trotzdem, weitermachen. Je größer der Schmerz ist, desto größer kann auch die Liebe trotz dessen wachsen. Ach, schön. Ach, schön. Das hast du, ja. Leute, Sie zu Hause, mit einem kleinen Fingerwisch können Sie jetzt Zeynep hier ins Viertelfinale schicken oder erstmal auf einen Hotseat. Wir sind gespannt. Also, Johannes, ich brauche jetzt nicht fragen, ob es dir gefallen hat. Also man braucht sich nur dein Gesicht angucken. Aber ich möchte es trotzdem sagen. Also genau, das Grinsen ist wieder da und alles, was mit dem Körper so passieren kann, ist passiert. Und, okay. Aber es ist wirklich, ich mache keinen Hehl draus, ich bin ein Riesenfan von dir und es gibt ganz viele Menschen da draußen, denen du was bedeutest und denen du was gibst. Ich habe mir in Berlin Döner geholt, da komme ich rein, die Leute haben mich nicht erkannt, die haben mich nur als Coach von Zeynep erkannt. Also, Dachstraße. Und du hast etwas, was viele Künstlerinnen und Künstler ihr Leben lang versuchen zu bekommen oder suchen und versuchen zu finden. Du hast einfach eine Gabe, dich komplett mit völliger Hingabe einem Song hinzugeben, auch dabei jegliche Eitelkeit auch zu verlieren und dich einfach nur auszuschütten emotional. Und das ist eine ganz, ganz große Gabe. Und ich würde sagen, wir sind alle dankbar, dass du uns die heute gezeigt hast. Das sind wir. Danke schön. Sarah hier von starker Frau.
zu starker Frau. Ja, also ich bin froh, dass ich was sagen darf an dieser Stelle, weil ich wirklich sagen muss, Zeynep, ich habe durch dich hier einen richtigen Aha-Moment gehabt. Ich habe bei den Auditions noch gesagt, ich weiß gar nicht genau, ich wüsste gar nicht, was ich mit dir machen soll. Ich kenne mich gar nicht aus mit türkischer Musik. Und ich habe zum Glück durch den besten Freund meines Mannes, Sedat Abi an dieser Stelle, lieben Gruß, bin ich versorgt worden mit türkischen Liedern. Und er hat mir ein bisschen was erzählt über die Musik. Und was ich gemerkt habe, ich verstehe den Text nicht, aber was auch hier schon alle angemerkt haben, was alle spüren, man spürt den Schmerz und die Leidenschaft und es macht Riesenspaß, dir zuzugucken. Ich habe ja nun wirklich auch auf Deutsch und auf Englisch schon gesungen und am Ende, wenn du dein Herz aufmachst und deine Seele aufmachst und du packst das alles in diesen Moment, das ist unfassbar, das ist wunderschön und ich hoffe, dass wir dich wiedersehen. Ganz toll, Zeynep. Dankeschön.